Leili und Yuga haben die Pause genossen. Ich hoffe ja auch, weiter geht's. So, jetzt fehlt uns noch ein Level. Neben den ganzen Overworld-Quests, sage ich jetzt mal, dass wir halt dieses Gebiet abschließen. Dann kommt schon die nächste Paywall. Guck mal hier, voll geil. Wir haben die Hälfte aller Münzen, wir haben jetzt aber wirklich die Hälfte aller Bienen und auch schon die Hälfte aller Tonikas, plus minus ein bisschen, ne? Oh, was ist das denn hier? Oh. Ups. Ups. So, was war denn jetzt noch mit dem Masten hier, mit diesen Pfosten? Ist das hier irgendwie so der höchste Pfosten oder so? Wartet mal. Ist doch hier der höchste Pfosten, ne? Oder Mast. Was ist denn der Mastdarm? So. Na gut. Ist hier ein Eingang? Sah gerade so aus. Nee, okay, gut. Toll, die Paywall ist zugemauert. Oh, yeah. Hier ist auch wieder so ein Mast. Wartet mal. Ist doch hier der höchste Mast, oder? Weil der ganz weit oben ist halt, sag ich jetzt mal. Nein, halt, warte mal, der hier ist noch ein bisschen höher, warte. Was zum... Guck mal, den Baum da, den kann man schieben, oder was? So, neue Mission, Alter. Wir sind ready. Für die neue Page-Mission. Michi, danke schön für deinen 13. Resub, danke schön. Oh! Okay, ich darf da nicht so mega krass hoch. Alter, gescheitert. Die ganzen Papier-Pages sind richtig down. Oh, shit! Okay, das ist natürlich jetzt schon richtig schwer auf einmal. Also hier einfach nur Boings. So, die Musik aber anscheinend schon richtig. Ist kein Problem. So, das Ding scheint da runter zu klappen. Hier oder nicht. Zack. Oh je. Yeah. Komm schon. Yeah. Geil. Waffe reingesprungen nochmal. So, sehr schön. Jetzt kommt wieder Pages vor. Die weltverändernde Ultra-Zaubermagie. Ui, ja! Pages, boah! Oh, danke, dass ihr diese Bäume geordert habt. Gerodet habt, Freunde. Die sind verschoben worden, nicht gerodet. Der Preis für meinen Grundstück hat sich gerade vervielfacht. So ein Depp, ey. Hups. Chups. So, wo bin ich jetzt hier? Da ist so der Typ, der den Hinweis ging mit der größten Säule oder so. Okay. Yeah. Zeitlupe. Alter, Zeitlupe, der vereinfacht bestimmt richtig viel. So, ganz kurz mal gucken. Ah, meine Lieblingskunden. Ja, ja. 25! Für Paywall, so eine Frechheit. Ist die Welt nicht eigentlich langsam mal aufgedeckt? Das sieht nur so viel aus, ne? Das haben wir auch bald wieder so ein... Oh Gott. Das sieht so aus, als würde das schon alles erledigt wäre. Noch mehr zufriedene Kundschaft für Wow da. Glückwunsch, ihr habt alle meine Paywalls freigeschaltet. Besucht mich zu Hause in der Wüste im Norden, Mann. Ich habe einen interessanten Vorschlag für euch. Das war's. Das waren alle Paywalls. Sag mal, wie sieht denn die Map aus hier? Das sieht halt nicht so symmetrisch aus. Wisst ihr, ob hier noch irgendwas immer sein könnte? Ich glaube aber echt nicht, denn, ne? So, wir gehen natürlich noch hier oben lang. Oh, das habe ich ganz vergessen. Nee, halt nicht vergessen. Alles gut. Badum, bam, bam.
Yeah. Und mich regt immer noch auf, dass der hier ist doch der höchste Pfosten, ist doch der hier, der am höchsten ist. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was der Typ da mit seinem Rätsel hier Laber da gemacht hat. Oh, was ist denn das hier? Na. Einfach durchgegangen. Komm her. Na gut. So, erstmal den Baum hier nehmen. Cool. Aha, Tunika. Oh, ach so. Schönen Tag, Mann. Ja, ja, okay. Wir sind ready. Dann mal los. Sorry, ich verdecke ihn. Es tut mir leid, je. Cool. Ja, manchmal diese Cam immer, ne? Immer diese Cam. Aber ist halt beim Live-LP ist das nochmal so. So, na dann, gute Arbeit. So, jetzt kann ich da bestimmt noch die Abkürzung machen mit den ganzen Bomben und sowas alles, weil ich jetzt wieder in die Wüste komme. What? Eklig, Mann! Du schon wieder? Oder ist ein anderer Typ? Ich hab mich dazu eine organische Lebensform. Holt ab, bevor ich euch einschließe, wenn ich dieses Ungeziefer und den Schlüssel wegwerfe. Eine Page-Seite. Komm weiter, wir sind garantiert schneller als das Rohr. Wer hat denn das eingesprochen? Weil wenn es bei mir mit einer Synchron-Talentshow nicht klappen sollte, ne? Aber ich könnte so eine Sachen könnte ich auch vertonen. Einfach. Oder. Ihr wisst schon. Ich brauche einen blauen Schlüssel, Mann. Oh shit. Ah, verstehe. Machen wir erstmal so. Hi, Tosti. Okay, Buch ist open. Okay, ist das ja erledigt soweit? So, jetzt müssen die sich gleichzeitig drehen, ne? Erster easy. Ach, und diese kleinen Logik-Dinger. Als ob ich die nicht checke, wisst ihr? So, okay, ich check das hier nicht. Er checkt's nicht. Oh. Got the key. So, jetzt haben wir hier diese World, ja? Ich glaube, ich mach erstmal nochmal The Quest. So. Gleich nochmal hier ein bisschen zaubern. Ich hab mein Ungeziefer freigelassen. Ungeziefer. Tja. Wir verstopfen dich gleich, du Rohr. Dann mal los. Orkley, dankeschön für deinen Resub via Twitch Prime. Dankeschön. Badabam. Okay, das ist ja. Ja, okay, gut, ich muss. Ich muss vorlassen. Schnell. Na komm! Mann! Nochmal! Ist doch easy. Herausforderung gewonnen, da knackt mein Stuhl. Alter, mein Stuhl knackt, warum? Gutes Arbeit, Mann. Jetzt haben wir die Macht, die Oberwelt zu verhindern, schon wieder. Na, mach hinne. Bitches. Oh! Mm-hmm.
So, guck mal, da kommen wir jetzt schön zur Wüste mit den Bomben. Sehr schön. Cool. Sau cool. Okay, okay, aber erstmal, ich will die Overworld. Ah. So. Jawohl. Endlich! Was macht denn der Typ denn da oben? Wie kommen wir da? Warte, was ist das eigentlich, eine Abkürzung? Oder gibt's hier irgendwie... Aha, wusste ich's doch. Das dachte ich mir doch. Tja, da sieht der Chat richtig aus. Hups. Chips. Ups. So. Kurz mal hier gucken, was ist hier überhaupt los? Okay, warte, dann kann ich gleich dahin. Hol ich mir erstmal das. Toni, komm! Yeah! Doppelschalter gedrückt! Chamäleonfarben! Aber wir sind doch schon chamäleonfarben, oder nicht? So, jetzt gucke ich schon bei dem Typen da oben mit dem Schild raus. Mal gucken, was der wieder für einen Hinweis hat. So, na, was ein Hinweis, hm? 50 Federn? Yes, das ist genug. Okay. Finde einen schlafenden Riesen unter der Erde. Piekse den Riesen an ins Auge, damit er aufwacht. Aber welches Auge? Du musst es suchen. Das rechte. Das rechte. So, da muss ich gar nicht mehr hin. Also, Dauerabkürzung. Oh, ist jetzt schön. Voll dumm hängen geblieben da jetzt. Mann. Was zum... Einfach so ein Typ. Warum macht er das nicht umsonst? Ich habe ihn befreit. Also geh von hier nach Süden, bis du nicht mehr kannst, Mann. Geh nach Osten, bis du nicht mehr kannst, Mann. Geh nach Norden, bis du nicht mehr kannst. Geh nach Norden, bis du nicht mehr kannst. Kumpelkracher. What? Also geh von hier aus nach Süden, hä? Dann nach Osten, aha. Dann nach Norden. Und dann nochmal nach Norden. Okay, das schaffe ich. Nach Süden muss ich nicht mehr können. Zählt das hier mit? Nee. Zählt das hier mit? Nee, oder? Okay, hier kann ich wirklich nicht mehr. So, nach Norden. Nochmal nach Norden. Warte, checkt ihr das? Gott, da, Mann. Ey, der Typ. So, ich geh jetzt erstmal gucken, was der Kumpel für mich hat da. Der Hinweis ist falsch übersetzt. Ah, ist ja spitze. So, okay, was ist jetzt hier los? Oh, Hallöchen. Ich fehl schon. Ihr seid scharf darauf, noch mehr Pitmünzen zu investieren. Helft mir mit dem Sparpreis von 30, dann koche ich euch Essen. Ich habe bis jetzt nur rudimentäre Geschosse bekommen. Spenden für meine Grillfonds. Ich muss ja keine Dinger mehr. Ich muss ja keine Paywalls mehr öffnen. Also gut. Ah ja, das reicht für die Nebenkosten. Bringt den Grill hier rein. Steht einfach so ein Grill. Ja, guck mal, da hinten ist ein Pagey da hinten. Und jetzt an den Herd. Mein Wagen, mein schöner Wagen. Zurück, Yuga. Das Ding ist brandgefährlich. Ach, guck mal auf... Oh, was ist das denn jetzt noch für ein Gebiet?
Nein, es dauert Wochen, bis ich mir ein neues Heim erschwindelt habe. Tut mir leid mit deinem Haus, Trousa. Aber schau, ein letzter geheimer Bereich. Geheimer Bereich. Und der vierte Tunikumplatz, den du uns versprochen hast. Danke. Und bestimmt sind da genug Twitmünzen, damit du wieder auf die Beine kommst. Ja, gib mir wenigstens ein Würstchen. Tut mir leid, Trousa. Hab schon alle aufgegessen. Ja. Tunikum gefunden. Vierter Tunikumplatz. Das ist ja das Sumpfgebiet, oder? Oder was auch schon mal aus dem ersten Teil, was man so kennt. Okay, gut, dann, ja, würde ich aber eigentlich das erstmal zum Schluss, weil es ein geheimer Bereich halt, ne? Was sagt denn die Karte, welches Kapitel das ist? Kapitel 18. 19, 20. Okay, dann sind hier noch irgendwo mehr geheime Bereiche. Das gibt's doch gar nicht. So, ich mach erstmal die letzte Bombenöffnung auf. Wartet mal. So, die Hinweise sind echt doof mit den Tunikas, ey. Die checkt doch keiner. Oh. Muss schnell gehen. Dann haben wir auf jeden Fall auch den einen Raum da. Boah! So, jetzt haben wir hier die komplette Connection geschaffen. Ob da auch noch was passiert? Yeah! H2Go! H2Go? Schneller im Wasser oder was? Alter, wird auch ein fünftes Tunikum. Yeah! Superkumpelkracher. Der Superkumpelkracher? Was soll der machen? So, egal. Ich finde die Oberwelt erkunden, das macht voll Spaß. Oh, ich bin down. So, wir gehen jetzt aber hier mal in die Welt nochmal. Ah, da ist auch noch ein Tunikum. Wie komme ich denn da hin? Einfach durch den Baum durchgehen. Ach, da, wartet, ich hab sie sehen. Bin doch nicht doof, Mann. Ah, doch, bin richtig doof. Ja. So. Regenbogen. So. Auch noch Rätsel gelöst. Kann man es halt endlich mal Tunikum aussprechen? Oh, Leute, euch nervt die Aussprache, alles klar. Dann sage ich, es wird absolut nur noch Tunikum, okay? Wenn euch das so stört. Das ist auch kein Problem. So, wartet mal. So. Ah, ne, halt Quatsch, ich muss ja erstmal rüber. So. Gut. Ja, hier ist ja eigentlich auch noch irgendwie, ne? Das ist noch so ein Tunnel. Ach, warte mal. Ich glaube, ich weiß auch, wie ich da hochkomme. Ich kann mir, glaube ich, noch hier so einen anderen Weg basteln. Wartet mal kurz. Dann gehe ich nämlich da oben rauf. Und dann muss ich irgendwie... Ne, Moment. Ich kann mir bestimmt irgendwie eine Brücke bauen. Mata, Mata! Mann, sei doch mal ruhig! Yeah! Komm! Guck mal, das ist ein Face! Erwartet, wo der Hinweis hat, von wegen, finde einen schlafenden Riesen und piekst ihn ins Auge, aber welches? Warte mal, erstmal, was sind die Fähne? Hallo? So, oh, vor dieser Höhle wächst eine seltsame Ranke aus den Blumensprießen. Ja, Kumpelkracher, damit der Boden darunter weich wird. Okay, ich glaube, das ist hier einfach der schlafende Riese oder was? Anscheinend schon, Mann! Grobkörniger Film. Oh Gott. Man kann einfach trotzdem mal. Ne? Okay, dann, jetzt aber hier vor dieser Höhle ist eine Ranke mit den blauen Blumensprießen.
Fordern! Ach, da unten, oder? Naja, Ranke wird die jetzt nicht nennen. Ah, da unten ist das Einzige, was ich sehe mit blauen Blumen. Mann, der Typ. So, ich mach einfach mal kurz Kumpelkracher. Wie Lady durchs Dings glitscht. Vor dieser Höhle. Einfach überall, wo blau ist, einfach stampfen. Er hat uns verarscht. Mach doch mal die Fresse. Ja, ja, immer soll ich mit Maul halten. Ja, frag dich mal warum. So. Wir machen jetzt noch ein Level. Hängeparty! Was? Hängeparty? Ah, die Mucke klang wieder cool. Dumm.